Heute bei Autonotizen im Test der relativ neu auf dem Markt erhältliche Subaru Outback in 2 Liter Diesel-Konfiguration mit 150 PS. Willkommen bei autonotizen.de. Heute schauen wir uns einen großen japanischen Allradkombi an, den neuen Subaru Outback. Fahren wir Probe und gucken, was der Outback so kann. Es ist ein angenehmes Landstraßen-, Fahrauto oder auch Autobahn zwischen Richtgeschwindigkeit und auch so 160, 170. Angenehm, komfortabel gefedert, schwingt ein bisschen nach manchmal bei Bodenwellen und rumpelt über Verwerfungen, wenn es zum Beispiel ein Schlagloch nur unzulässig oder nicht unzulässig, aber nicht ausreichend nachgebessert wurde. Aber sonst eine sehr komfortbetonte Abstimmung. Klar, man kriegt hier diesen Allradkombi auch auf 210 Sachen laut Tacho hoch gehievt. Kann man machen, liegt aber einfach nicht in der Natur dieses Autos und auch nicht in der Natur der Kofferschicht, die dieses Auto kauft. Was gut ist, ist das Soundsystem, schön basslastig. Raum ordentlich verarbeitet, nicht allzu weiches Plastik, braucht aber ehrlich gesagt auch kein Mensch. Infotainment ist soweit auf einem guten Stand mit Navigation, USB-Anschlüssen, Bluetooth. Die Navi-Karte ist okay, ein bisschen schlecht ablesbar, gerade bei Sonneneinstrahlung, weil das Display hinter einer anderen Glasscheibe ist. Man kann es dann hier mit Verzögerungen und Fingertipp heranzoomen, was ganz geschickt gemacht ist, wenn erstmal Home. Die Tasten hier sind semi-gut erreichbar. In einem USB-Stick oder in einem Handy mit viel Musik suchen möchtest, nach Interpreten oder Alben. Es lässt sich gerade ein bisschen Zeit, das System. Holen Sie einen Kaffee, kommen Sie wieder in dieser Videoübertragung. Tja, was soll man da jetzt sagen? System und wir mögen nicht so, passt aber insgesamt zum entspannten Charakter des Outback. Jetzt funktioniert's. Du musst jetzt hier nicht durch 4500 verschiedene Alben dich durchwühlen, sondern das finde ich echt nett gemacht, dass du hier in verschiedene Buchstabenkategorien im Alphabet vorwählen kannst und dann schneller an deinen Zielordner kommst. Ganz nett gemacht. Was wir hier im Outback auch haben, heutzutage natürlich schon obligatorisch, eine Ansammlung von Assistenzsystemen wie einem adaptiven Abstandsradar gekoppelt mit der Geschwindigkeitsregelanlage und auch einem Spurhalteassistenten, der mit einem Ton auf sich aufmerksam macht. Aber dieser Ton kommt ein bisschen spät, nämlich wenn ich schon mit dem Reifen fast über der Begrenzung bin. Zum Subaru Outback Kombi. Ein durchaus angenehmer Allradkombi, auch ein angenehmes Reisefahrzeug. Klar, kein Sportwagen. Es entspricht immer wieder dem Charakter des Autos, noch der Zielgruppe, die dieses Auto kaufen will und kaufen soll. Ein paar mehr könnten es doch durchaus sein, wenn die Leute nur von den Qualitäten des Outback zu überzeugen wären. Also mal reingehen in die Showbox der Subaru-Händler. Subaru Deutschland ist mit dem Outback ordentlich Staub aufgewirbelt. Mache ich das jetzt einfach mal, vielleicht auch als kleine Inspiration. Ciao!